Agnieszka aus Görlitz und Ewa aus Gorzelec haben sich verabredet. An der Schwelle zweier Länder. Dzień dobry. Hallo, schön, dass es geklappt hat und wir uns endlich treffen können. Die beiden Frauen leben heute auf verschiedenen Seiten der Neiße. Doch geprägt hat beide dasselbe umwerfende Erlebnis. Die Grenzöffnung 1972. Hier auf der Stadtbrücke. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir hier lange in der Reihe standen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir rüberkamen. Aber vielleicht haben wir uns deshalb umso mehr gefreut, bald diese neue Welt zu betreten. Eine neue Stadt auch, die uns von jetzt an immer offen steht. Diese Brücke war so eine eben magische Grenze. Und man hatte erstmal Kontrolle vorne vor der Brücke. Und man wusste, jetzt passiert was ganz Wichtiges. Man kann rüber in ein ganz anderes Land. Auch wenn ich damals, das sind so verschwommene Erinnerungen, das war mir nicht so bewusst, was das eigentlich ist, dieses neue Land, wo man dann hingeht. Zögernd, tastend sind die ersten Schritte. Kein Wunder, denn vorher konnten hier ohne Anträge, ohne wochenlanges Warten aufs Visum, nur wenige rüber. Görlitz und Skorzelec, bis zum Krieg eine gemeinsame Stadt, waren sich so, trotz unmittelbarer Nachbarschaft, fremd geworden. Erst mit der Grenzöffnung 72 kommt etwas Neues in Gang. Ein paar polnische Jugendliche sehen sofort ihre große Chance. 1972, als man hier die Grenze öffnete, war ich ja schon alt genug, dass ich den sogenannten Übergangsausweis bekam und so ohne meine Eltern nach Görlitz konnte. Das war für mich eine wunderbare Möglichkeit, endlich nicht mehr kontrolliert zu werden. Ich bin ja nicht weit von hier ins Lyzeum gegangen. Und damals waren die Zeiten in Polen so, dass man der Jugend ja nicht mal gestattete, in ein Café zu gehen. Das haben uns die Lehrer einfach nicht erlaubt. Und als wir dann diese Grenze einfach so überqueren konnten, waren die Lehrer quasi weg. Wir konnten von da an ganz unbeobachtet sogar mal in eine Taverne gehen und ein Gläschen Wein trinken. Nicht nur Kaffee. Das war super. Ich durfte nicht ohne Eltern, ich musste mit Eltern, Oma und Großtante. Was beide damals nicht ahnen, die ersten Besuche sind nur der Auftakt einer langen Serie überraschender Grenzerfahrungen. Auf beiden Seiten der Neiße. Sebastian und Magdalena Jelinska-König sind ein deutsch-polnisches Paar. Sie leben in Görlitz auf der deutschen Seite. Ihre Kinder Ida und Konrad sind geborene Görlitzer und sprechen beide Sprachen. Das freut mich auch sehr, dass sie auch, wenn sie spielen, die polnische Sprache nutzen und dadurch sie so wirklich geliebt wird, die Sprache, ohne dass ich dazu zwingen muss oder richtig motivieren muss. Teraz to auto miał wypadek, no? Sebastians Polnisch ist noch nicht so flüssig wie Magdalenas Deutsch. Er versteht aber fast alles und spricht auch, wenn es nicht ganz korrekt ist. Das Bemühen, jetzt nicht nur in einer deutsch-polnischen Beziehung, sondern einfach in einer Europastadt oder einer Grenzstadt, das von beiden Seiten irgendwie ist zuträglich in der Kommunikation. Und ich merke auch oft, wenn ich dann in Polen bin, die Leute, die freuen sich einfach, wenn ich Polnisch rede. Auch wenn das nur ein paar Sätze sind und die auch zur Hälfte falsch, aber könnte auch schon besser sein. Er sagt die ersten drei Sätze auf Polnisch und die Leute denken schon, er kann schon alles und dann
quatschen ihn voll und dann muss er bremsen. Nee, das war jetzt Anfang, aber mehr kann ich dann einfach nicht mehr. Vor über 10 Jahren haben sie sich in Görlitz kennengelernt. Er kam aus Bayern, sie aus Nordpolen. Und das spüren sie manchmal. Ich würde sagen, man merkt schon natürlich einen Unterschied. Also so wie man jetzt Menschen Ost, West, Süd, Nordost, es gibt immer geografisch gewisse Unterschiede und auch vielleicht Mentalitäten. So groß sind die aber nicht letztendlich, würde ich sagen. Also ich sage immer, wenn ich mit jemandem spreche oder einfach erzähle über unsere Beziehung, dann sage ich auch, dass ich finde, dass Sebastian viel von polnischen Mentalität auch in sich hat. Also die Spontanität oder auch dieser... manchmal locker auch sein, da wo man vielleicht denken würde, das ist diese deutsche Ordnung oder so. Das ist was man in der polnischen Mentalität ganz oft antrifft. Also fast schon ein Volkssport ist, ja, spontan zu sein. Es manchmal auch nervt. Ne? Entweder man genießt das oder eben nicht. Und wir genießen das, glaube ich, sehr stark. Ja. Doch im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Auch der freiberufliche Fotograf Pavel Sosnowski lebt in Görlitz. Er kam aus dem nahegelegenen Jelena Góra im Jahr 2004, als hier für die Menschen in beiden Stadthälften eine wichtige Zeit begann. Das war EU-Beitritt von Polen, Schengen-Beitritt. Es gab viele deutsch-polnische Ereignisse, die hier zum ersten Mal passiert sind. Mit dem EU-Beitritt Polens wurden viele Brücken gebaut. Ganz konkret diese aus Beton, die Altstadtbrücke. Und viele unsichtbare, zwischenmenschliche. Diese dokumentiert auch Pavel Sosnowski. Jede Geschichte kann man sehr gut verkaufen, die deutsch-polnisch ist. Am besten die netten Sachen. Natürlich, Grenzkriminalität gehört nicht wirklich dazu. Es passiert leider, aber es ist halt nicht das. Aber es gibt viele freundschaftliche, menschenbezogene Geschichten, die man sehr gut auf beiden Seiten auch verkaufen kann. Die gemeinsamen Erlebnisse von Deutschen und Polen waren für Pavel Alltag, bis die Grenze wegen der Corona-Pandemie 2020 plötzlich geschlossen wurde. Es gab zeitweise Riesenstaus an der deutschen Seite, weil der Verkehr ist nicht geflossen. Und das war wie angeblich zu DDR-Zeiten. Ich kann mich jetzt nicht so sehr dran erinnern. Es gab Proteste von den Grenzpendlern und Menschen, die hier geblieben sind und nicht auf die andere Seite zur Arbeit fahren durften. Die gab es hier auf beiden Seiten, auf beiden Brücken. Es gab natürlich Zaun dazwischen und die Menschen durften nicht rüber. Und dabei habe ich fotografiert, ja. Fast 3 Monate mussten die Menschen ausharren. Erst im Juni 2020 konnten die Bürgermeister die Grenze wieder öffnen. Corona hatte den Menschen links und rechts der Neiße gezeigt, wie sehr sie zusammengewachsen waren. Dass beide Städte sich einmal wieder so nahe kommen, grenzt an ein Wunder. Gemessen an der gewaltigen Zäsur 1945. Damals, am Ende des Zweiten Weltkriegs, sprengte erst die Wehrmacht alle Brücken über die Neiße. Dann, einen Monat später, hieß es auf der nunmehr polnischen Seite, alle deutschen Bewohner des Ostteils der Stadt müssen raus. Rund 7500 Menschen setzen über und viele weitere folgen. Unter den vielen, die dabei in Görlitz landen, ist auch die damals 8-jährige Brigitte Beckmann. Im Hochparterre, die ersten beiden Fenster neben der Eingangstür. Das war unser Zimmer. Die Häuser waren voll bis unter das Dach. Es waren ja teilweise über 100.000 Einwohner in Görlitz zu dieser Zeit. Man muss sich ja vorstellen, das waren alles 4-5-Zimmerwohnungen. Und das war voll, gestopft mit Flüchtlingen. 40.000 Menschen drängen ab Sommer 1945 in die Stadt.
und hoffen, dass es bald wieder zurückgeht in die alte Heimat über den Fluss. Ganze Familien hocken so, über Jahre dicht gedrängt, in nur einem Zimmer. Und spüren deutlich, dass sie nicht willkommen sind. Flüchtlinge waren eben, ja, die haben nichts. Und wir hatten eben nichts. Hast du was, dann bist du was. Das ist ja so die volkstümliche Losung. Und so war es eben bei uns auch. Die Flüchtlinge erinnerten ständig daran, dass man den Krieg verloren hatte. Und in Görlitz wollte man das so schnell wie möglich vergessen. Die alte Görlitzer Bevölkerung. In der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften erinnern heute viele Bände an dieses schmerzhafte Kapitel. Und die zweite große Zäsur, das Görlitzer Abkommen 1950. Mit dessen Unterzeichnung begann auch in Brigitte Beckmanns Familie eine neue Zeit. Denn nun ist gewiss, es geht nie mehr zurück. An der festgesetzten und bestehenden Oder-Neiße Friedensgrenze traf sich eine Delegation der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik mit einer Delegation der Regierung der Volksrepublik Polen. Sie unterzeichneten ein Abkommen über die Markierung der bestehenden und festgelegten Friedensgrenze an Oder und Neiße. An diesem bedeutungsvollen Tage gelobten sich deutsche und polnische junge Pioniere, Jugendliche und Werktätige, die deutsch-polnische Freundschaft zu pflegen und zu vertiefen. Das war ja nur Propaganda. Die Grenze war geschlossen. Es gab keine Kontakte von der einen Seite zur anderen Seite. Und von Händereichen und so weiter war gar nicht die Rede in der Praxis. Ja. Erst zwei Jahre später wird, zaghaft, etwas erprobt. In einer einzigen Klasse der Görlitzer Oberschule gibt es von nun an Unterricht in der Sprache des Nachbarn. Meine Mutter hat mich für die Polnischklasse eingeschrieben. Ohne mich zu fragen, bei der ersten Elternversammlung, das waren alles Schüler, deren Eltern ganz bewusst gesagt haben, wir wollen die Versöhnung mit dem Nachbarstaat. Der Unterricht bestand damals vor allem aus Lesen und Übersetzen. Den echten Dialog mit den Nachbarn hat Brigitte Beckmann-Pohl erst sehr viel später ausprobiert. Heute gehört dieser Dialog in der Zwillingsstadt zum Alltag. In Skorzelec mit rund 30.000 Einwohnern und Görlitz mit 56.000. Täglich wechseln Tausende von ihnen die Flussseite. Zur Arbeit, zur Schule, für die Freizeit oder zum Einkaufen. Magdalena ist auf dem Markt in Skorzelec. Hierher kommt sie vor allem wegen des Gemüses. Die Sauerkraut schmecken ganz anders als diese frische Sauerkraut, die ich hier bekomme. Das schmeckt mir besser. Das ist ein Geschmack aus meiner Kindheit, den ich dann weiter sehr gerne esse, sozusagen. Auch rote Beete oder weniger gesalzene Gurken stehen auf ihrer Einkaufsliste. Und jedes Mal genießt sie die Atmosphäre. Ein kleiner Ersatz für einen Besuch in der Heimat. Skorzelec ist schon ein Punkt, wo ich das Polnische spüre und fühle. Obwohl ich aus Nordpolen komme, aus Grudziądz, kriege ich hier alles, was ich auch bis jetzt miterlebt habe in Polen und so weiter. Also das rekompensiert mir schon meine Heimat. Einmal in Skorzelec holt Magdalena für ihren Mann gleich noch Pakete aus Polen ab. Denn er nutzt die Grenznähe auch für seinen Nebenberuf. Der kleine Warengrenzverkehr. In jedem Jahrzehnt sah er etwas anders aus. Szenen nach dem Mauerfall. In lebendiger Erinnerung geblieben sind aber auch viele der Einkäufer davor.
Also viele von uns waren scharf auf diese Teekessel, die mit dieser Pfeife. Und weil aber nur die wenigsten von uns Deutsch konnten, ging man dann eben ins Geschäft und sagte: Guten Tag, ein Chainik z gwizdkiem. Aber tatsächlich, das haben wir auch gekauft. Jeder, der damals von Polen nach Deutschland ging, kaufte Schuhe und diese Teekessel. Die kleine Sprachbarriere ist schnell genommen. Doch es gibt da noch andere Probleme, besonders bei den Schuhen. Wir durften nicht so vieles einkaufen bzw. über die Grenze bringen. Deshalb haben wir immer so alte Schuhe angezogen, als wir ins Land gegangen sind. Dann haben wir die neue gekauft, haben die dann irgendwo umgezogen, sind dann noch gelaufen, damit sie so ein bisschen angelaufen aussehen. Und die alten im Stadtpark wirklich in diesen Mülltonnen, das waren so Mülleimer, dort hinterlassen sozusagen. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das immer so gemacht haben. Jedenfalls lag der Park hier voller Schuhe. War es aus Angst, dass man sie uns wegnimmt? Aus irgendeiner Trotzreaktion heraus haben wir es doch gemacht, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber es muss so gewesen sein. Ich weiß nur, dass wir diese Schuhe unbedingt mit rübernehmen wollten. Denn es waren ja gute Schuhe. Salamanderschuhe, das war so Begriff. Und wir konnten uns das leisten. Und das hat nicht allen gefallen. Die Reibereien haben sie weggesteckt. Denn viel wichtiger war für die heutige Kinderärztin Eva wie für die Lehrerin Agnieszka, dass man die Scheu verliert vor diesen Deutschen und ihrer Sprache. Ja, wir sind dann immer hier in die Tavernen, also Kneipen gegangen, haben uns einen Krug Wein bestellt. Und die jungen Deutschen, sie haben sich zu uns gesetzt. Młodzi Niemcy, das war auch. To nie mogę powiedzieć, mein Deutsch ist komisch. Leider. Na, auf jeden Fall habe ich damals dadurch mehr umgangssprachliches Deutsch gelernt als in der Schule. Beim Wein hat es einfach besser geklappt. Extra. Einer der Ersten, der damals unerschrocken zum Gegenbesuch aufbrach, ist er, Klaus-Dieter Tietz, Hausarzt in Görlitz. In seiner Praxis sprechen auch Patienten aus Polen regelmäßig vor. Denn sie wissen, dieser deutsche Arzt versteht sie, auch wenn sie ihm alles nur auf Polnisch erzählen. Naja, die ersten Patienten, die da kamen, das ist ja schon lange vor der Wende gewesen, das waren Exoten gewesen. Denen war ich eigentlich ganz dankbar gewesen, denn vorher gab es ja quasi, als die Grenze zu war, keine Möglichkeit, mit Polen zu kommunizieren. Und klar, da habe ich schon einmal versucht, alles so ein bisschen auszureizen. Und ja, das hat sich dann schnell rumgesprochen. Wie Klaus-Dieter Tietz zu seinen Polnischkenntnissen kam, ist eine eigentümliche Geschichte, die so vielleicht nur in Görlitz passieren konnte. Ich habe zeitig in meiner Kindheit eigentlich schon versucht, Grenzen zu sprengen. Also ich bin mit dem Trittroller schon bis nach Königshain gefahren. Dann habe ich ein Fahrrad gekriegt und habe das schneller machen können. Also irgendwo wollte ich auch wissen, wo was ist. Und diese Grenze hat mich eigentlich immer noch gestört. Und mit der Zeit wurde sie ja dann überwindbar. Ne? So. Nee, das ist es nicht. Das muss richtig rum. Das war in den späten 60er Jahren. Da waren wir drei Jungs gewesen und haben wir gesagt, gut, wir nehmen ein Rad, besorgen uns eine Einladung und machen mal eine Rundfahrt. Wir wurden eingeladen zu einer Buttermilch und wir waren noch mal in Bunzlau. Und in der nächsten Messe haben sie einfach verkündet, hier sitzen Deutsche, die brauchen Quartier. Und dort haben sich drei oder vier Ehepaare gemeldet, die uns aufnehmen wollten. Und ich habe immer
mir vorgestellt, wenn das in der DDR passiert wäre, ob so viel Offenheit dort auch gewesen wäre, dass fremde Leute aufgenommen würden, ihnen Stadt gezeigt wird. Das hat mich von Anfang an also schon sehr beeindruckt, die Gastfreundlichkeit. Einer meiner nächsten Weihnachtswünsche war gewesen, Wörterbücher Deutsch-Polnisch, die habe ich also auch heute noch. Magdalena ist mit den Paketen für Sebastian wieder zu Hause. Pakete dla ciebie, proszę. Możesz już wziąć, wszystko jest. Alles da. Hallo Leiki, hallo Schatzi. Komm Leiki. Sebastian baut im Keller nebenberuflich neue Fahrräder auf und alte neu zusammen. Viele alte Räder fand er in Polen. Darunter seltene Exemplare. Ich habe vor 7 Jahren polnische eBay-Kleinanzeigen ähnliche Seite durchforstet und habe da unglaublich viele Bonanza-Räder gefunden. Also Fahrräder, die man hier eigentlich wirklich sucht und wo es eine große Sammler- und Fangemeinde gibt. Und bin darauf eigentlich gestoßen, dass ja viel Sperrmüll so in den 80er, 90er Jahren nach Polen oder Tschechien oder hauptsächlich so in den Osten, Osteuropa gegangen ist. Ja, und ich habe dann mehr oder weniger angefangen, den Stück weit wieder zurückzuholen. Mehrmals im Jahr fuhr er mit Magdalena durch Polen, um die Räder zu kaufen. Heute läuft viel über Versand. Es ist einfach kostengünstiger. Ich kann halt letztendlich dann Fahrräder inländisch in Polen auch versenden, kann die dann ins Gorzelec abholen, muss die gefühlten 20 Meter dann nicht mehr zahlen und die sind ja dann auch richtig teuer, wenn es dann internationaler Versand wird. Grenzübergreifend arbeitet auch Sebastians Frau 2 Etagen weiter oben. Magdalena ist Kulturmanagerin für verschiedene Veranstaltungen in der Neiße Stadt, wie Festivals oder Konzerte, und verbindet die polnischen und deutschen Partner. Es geht nicht nur um die Übersetzung oder Dolmetschen. Es geht um diese menschliche, dass wir bei jedem Projekt auch versuchen, dass die Leute miteinander kommen, dass sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Also das, was mich ärgert, sind auch manche Projekte, die zwar deutsch-polnisch klingen oder auf dem Papier so beschrieben werden, aber tatsächlich die Partner von dem Projekt sich gar nicht richtig kennengelernt haben, sondern wirklich irgendwie nur kurz telefonisch abgesprochen, wir machen das, weil wir das Geld brauchen. Es ist auch natürlich verständlicherweise, man nutzt das, weil wir leben in einem Region, wo man auch davon profitiert, dass man solche deutsch-polnische Fördertöpfe hat. Aber natürlich ist das nicht in dem Sinne, dass wir jetzt uns dadurch näher bringen als Gesellschaft. Das mit der Verständigung hat Erika Rothe in den 90er Jahren selbst ausprobiert. In ihrer Tischlerei arbeiten inzwischen fast genauso viele Polen wie Deutsche. Betriebssprache ist Deutsch und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Wenn die Polen Polnisch reden, dann wollen die was untereinander. Ich verstehe einiges. Ich bitte dann einfach bloß mal das wieder in Deutsch zu wiederholen. Ich verstehe das schon, aber ich spreche nie Polnisch. Jetzt passt es ja. Genau, was hier noch ist. Das ist ja dann was. Das ist aber noch, nee, aber ist noch Luft. Vielleicht noch mal prüfen, dass die Dichtung ist hier oben. So viel wird die nicht abdecken. Man darf auch nicht denken, dass polnische Mitarbeiter in Görlitz Schlange stehen. Denn viele polnische Bürger, die fahren halt dann weiter. Die bleiben nicht in Görlitz. Es gibt andere Verdienstmöglichkeiten in Frankfurt zum Beispiel. 1990 hat sie das Familienunternehmen zurückgekauft und seitdem weiter spezialisiert. Wir haben uns eigentlich dem Denkmal verschrieben. Das geht vom originalen Nachbau über die Restaurierung. Und dann ist es natürlich ganz super, wenn man noch mal ein Möbel bauen kann. Im Jahr 2000 hatte sie mit einem polnischen Mitarbeiter die Idee, eine zweite Niederlassung zu gründen. In Polen. Die Produkte sollten auf beiden Seiten gefertigt und in Polen verkauft werden. Als Firma im Handwerk ist es ganz, ganz schwierig, auf den polnischen Markt zu kommen. Trotz der Situation, dass eben polnische Bürger wollten auch manchmal deutsche Produkte haben.
Das ist nach wie vor so. Aber von der polnischen Firma in Polen mit unseren Produkten zu arbeiten, das ist einfach nie aufgegangen. Mittlerweile hat Erika Rothe sachsenweit Aufträge. In Görlitz selbst kann sie auf zahlreiche sanierte Türen und Fenster blicken. Ein besonderer Auftrag darunter ist der Wiederaufbau der Görlitzer Synagoge. Von unserem Dach aus sieht man die Synagoge. Und Vater sagte immer, wir haben gesehen, wie die Synagoge gebrannt hat. Und jetzt ist es einfach schön, dass man das miterlebt, wie sie wieder aufgebaut wird. Im Juli 2021 ist es soweit. Nach jahrelanger Rekonstruktion wird die Synagoge als Kulturforum wieder eröffnet. Auch Pavel Sosnowski ist mit dabei, als Fotograf von Ministerpräsident Michael Kretschmer, dem derzeit wohl berühmtesten Sohn der Stadt. Die beiden kennen sich gut aus der Zeit, als Kretschmer noch Bundestagsabgeordneter für Görlitz war. Er hat die Entwicklung der Stadt und das Leben mit den Nachbarn schon lange im Blick. Mit dem EU-Beitritt Polens zur Europäischen Union ist eine neue Zeitrechnung aufgegangen. Und in der Tat, in den letzten Jahren, diese große Anzahl polnischer Familien, so viele, dass man fast eine eigene Schule bauen müsste, ist ein riesiges Glück. Und jetzt finden die Begegnungen wirklich statt. In der Schule, im Kindergarten, auf der Arbeit. Und ich glaube, jetzt wächst das wirklich zusammen. Auch die Synagoge soll ein Ort der Verständigung sein. Verschiedener Religionen und Kulturen, aber auch der beiden Nachbarn an der Neiße. Es ist so viel gelungen. Und wir haben mit unseren polnischen Nachbarn, lieber Bürgermeister Gronitsch, ein so starkes gemeinsames Verständnis. Wir haben so viele Dinge, die wir gemeinsam machen, dass wir dankbar sein können. Brücken bauen, die die Menschen beider Stadthälften wieder näher zusammenbringen. Das ist nicht nur eine Aufgabe von Veranstaltern oder Politikern, sondern von allen in der Stadt, findet auch Pavel Sosnowski. Also ich sehe das so, dass es nicht nur auf dem Papier ist, dass es nicht eine Pflicht ist, die Zusammenarbeit deutsch-polnisch zu machen oder zu pflegen, sondern es gibt auch Menschen, die überzeugt sind auch von dem Miteinander. Gleich neben der Synagoge lebt zum Beispiel so jemand. In der katholischen Gemeinde Heiliger Wenzel in Görlitz. Seit Herbst 2020 ist Roland Elsner hier Pfarrer. Er ist Pole und lebt schon 20 Jahre in Deutschland. In seiner neuen Gemeinde machen polnische Gläubige die Hälfte der Mitglieder aus. Feierabend! Roland Elsner will, dass sie sich hier wohlfühlen. Darum gestaltet er das Gemeindeleben nun in beiden Sprachen. Auch die Gottesdienste. Aber das gefällt auch nicht jedem. Da gibt es auch Stimmen in der Gemeinde, die mir sagen, na ja, wir sind hier in Deutschland. Und natürlich, es wird immer Menschen geben, denn einem gefällt das nicht. Aber ich frage mich, wenn bei 8000 Menschen, wenn wir zwei kommen, die mir meckern, sind die jetzt Maßstab für die Gemeinschaft oder für die Gemeinde? Ja. Aber das gibt's auch, klar. Aber gerne. Maja Klinger und ihre Familie sind auch polnisch-deutsch. Den Grund für Vorurteile in der Gemeinde sieht sie in der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner Oma, da war ich so ein ganz kleines Kind, mit dem Zug nach Westen gefahren bin. Und diese Erfahrung vergisst man nicht. Diese Beamten, diese bedrohliche Atmosphäre mit den großen Schäferhunden, obwohl ich Schäferhunde total mag, ja, aber damals hat das ganz anderen Charakter gehabt. Und ich denke, das ist dasselbe. Das ist einfach, weil hier genau die Grenze war. Man hat es geimpft bekommen. Du darfst nicht auf die andere Seite. Ja, und ich merke jetzt auch bei vielen älteren Menschen hier aus Görlitz oder vielleicht auch aus Gorzelec, die ich noch zu wenig kennengelernt habe, dass die sagen, na ja, da ist die Grenze, da gehen wir nicht hin. Die Zeit der offenen Grenze hat für sie die Erlebnisse mit der Trennung überlagert. Bei der nächsten Generation ist es wieder anders. Aber bei den Jugendlichen, das spielt jetzt momentan. Ich kann sie sowieso nicht mehr unterscheiden, ob jetzt einer Jugendliche aus Polen ist oder aus Deutschland.
Also wie ich schon hier Geschichten erlebt habe, also ja, ich hätte nie gedacht, dass die Jungs von euch Polnisch kennen. Und dann macht er den Mund auf mit so einem Polnisch, also Hochpolnisch, mit zitiert noch polnischer Dichter, die er gerade in der Schule dort kennengelernt hat. Also es ist in der Hinsicht wirklich, man kann den Unterschied nicht mehr merken. Hanna ist so ein Beispiel. Sie gehört zu Roland Elsners Gemeinde. Die 14-Jährige lebt in Skorzelec, geht in Görlitz zur Schule. Ihre Eltern sind Polen. Und sie? Ich persönlich, ich fühle mich weder Polen, weder Deutsche, weil ich spreche beide Sprachen fließend, kann beides lesen, schreiben und wie gesagt, auch so das Rumswitchen zwischen den Sprachen, das ist, und da finde ich, da sehe ich persönlich keinen Unterschied darin, und das sind beides meine Sprachen, meine Länder. Ich wohne hier am Grenzort, also ich sehe mich jetzt nicht als unbedingt Deutsch oder Polen. Hanna spielt auf beiden Seiten der Neiße. Das fällt nicht jedem in der Gemeinde so leicht. Einige Polen sprechen kaum Deutsch und sind wenig integriert. Die Kirche ist für sie ein wichtiger Ort, um in Deutschland anzukommen. Es ist Himmelfahrt und im Hinterzimmer der Kirche bereitet sich Hanna auf die Messe vor. Sie hilft beim Gottesdienst als Ministrantin. Die große Kerze, die da steht, aber die stellst du ungefähr in die Mitte des Altars jetzt. Und Hanna, du wirst sie dann nach dem Evangelium, wenn ich das Evangelium zu Ende gelesen habe, wirst du hingehen und die Kerze offiziell auspusten. In Polen dürfen Mädchen keine Ministrantinnen sein. Deswegen kommt Hanna extra aus Gorzelec in die Görlitzer Kirche und musste auch ihre ganze Familie zum Gemeindewechsel überreden. Im Bistum Görlitz wächst die Zahl der Katholiken, entgegen dem deutschlandweiten Trend. Der Grund sind die polnischen Gläubigen. Während Deutschland rund 27% Katholiken hat, sind es in Polen 86. Roland Elsner will alle in der Gemeinde mitnehmen. Das ist natürlich eine neue Situation für die Gemeinde, die hier vor Ort immer verwurzelt war. Die muss jetzt natürlich damit umgehen lernen, dass auf einmal so viel Zugezogene da sind, die den gleichen Glauben teilen. Aber wenn die Menschen dann zusammen in den Gottesdienst sind und wenn sie das öfters praktiziert haben, wenn sie das immer wieder aufs Neue erleben, dann geht es eigentlich mehr um sich zu ergänzen, aber nicht sich gegenseitig zu verdrängern. Ja. Roland Elsner setzt dafür auf persönliche Begegnungen und auf die Jugend. Auch bei Agnieszka Kormann steht heute der Dialog mit der Jugend an. Corona-bedingt vom heimischen Sofa aus. Seit 6 Jahren bringt die Lehrerin diesen deutschen Jungs und Mädchen ihre Muttersprache bei. Dass sie dafür mal nach Deutschland ziehen würde, war alles andere als geplant. Aha, na ja, sobie też tego nie mogę wyobrażać. Jedyne bardzo, tak? Das war so eine spontane Entscheidung damals, als ich hierher kam, als Vertretung für ein Jahr. Jetzt sind es 18 geworden. Ja, und ich dachte, na ja, irgendwie lerne ich das schnell. So einfach ist es nicht. Ich muss dazu sagen, ich wurde sehr gut in der Schule, damals in der anderen Schule, sehr, sehr gut aufgenommen. Und ich habe Unterstützung bekommen. Aber trotzdem passierten so Sachen, wenn ich jetzt dran denke, die ich gemacht habe oder die ich den Schülern gesagt habe. Oder bestimmte Geflogenheiten. Mein größtes Problem bis heute ist, mit wem begrüße ich mit Handdrücken und mit wem nicht. Dann natürlich, wie ticken die deutschen Schüler? Ich wusste das nicht. Wie wende ich mich an sie? Was kann ich mir erlauben? Was kann ich mir nicht erlauben? Und das war schwierig, aber spannend. Auch für die Schüler des Augustum-Annen-Gymnasiums. Denn Agnieszka Kormann fordert sie gern heraus. Warum nicht einen Film drehen? Eigenes Drehbuch, polnische Dialoge. Nach nur einem Jahr Polnischunterricht? Kein Problem. Gdzie moja Stasia? Masz sądzę jakieś drzwi?
Und da alle die polnische Nachbarstadt sowieso schon von unten kennen, schauen wir einfach mal, wie Zgorzelec so von oben aussieht. Man hat so eine Zaubertrickkiste, in die man reingreift und sucht, was kann man da machen. Dass sie schon in der 5. Klasse diese Bissenkenntnisse ausprobieren können. Viktor, Hanna, Henriette und die anderen haben so jede Menge Eindrücke und Erfahrungen sammeln können. Und schauen sie damit heute anders auf den Nachbarn und seine Sprache? An sich ist es halt wirklich dadurch, dass wir jetzt viel Kontakt auch mit der Kultur haben und jetzt wirklich polnische Schülern sozusagen, hat sich auch so viel von dieser Einstellung gegenüber Polen und den ganzen Klischees, die man so einfach durch das Hierleben erfahren hat, ganz viel dran geändert. Tatsächlich gibt es halt auch so selbst in unserem Umfeld doch Leute, die irgendwie feindlich gegenüber Polen sind. Und das ist mir manchmal so unbegreiflich. Und dafür bin ich sehr viel sensibler geworden, dass ich darauf achte und das nicht toleriere. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass immer mehr auch von meinen, also meine Großeltern zum Beispiel, haben jetzt angefangen, Polnisch zu lernen. Und haben auch relativ viele Freunde, die angefangen haben, Polnisch zu lernen. Also ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das jetzt erst so ein Trend ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das jetzt, dass halt immer mehr die Vermischung dieser Kulturen hier in Görlitz stattfindet. David Zenia. Kleine Stippvisiten und Vokabeltraining. So hat es einst auch bei Klaus-Dieter Tietz angefangen. Und damit, dass er die Augen in Polen ganz weit aufgesperrt hat. Vor allem hier in Zgorzelec hat das sofort phänomenale Effekte gezeitigt. Schon beim Blick zurück übers Wasser. Wir sind also dort lang und dann habe ich gedacht, Mensch, das kenne ich, hier siehst du einen Rathausturm. Eigentlich Blick von einer anderen Welt in eine andere Welt. Ja, und da habe ich die Aufnahme gemacht. Damals war alles andere als absehbar, was Klaus-Dieter Tietz hier im Laufe der nächsten Jahrzehnte noch entdecken wird. Das Geheimnis dieser schönsten Uferpromenade beider Städte etwa, des Boulevard Grecki. Warum er den Titel griechischer Boulevard trägt, erfährt, wer der Uferstraße folgt und nach diesem ungewöhnlichen Gotteshaus Ausschau hält. Tschüss! Nikos Rusketos ist Initiator dieser orthodoxen Kirchneugründung. Klaus-Dieter Tietz hat ihn Anfang der 90er kennengelernt, auf einer seiner vielen Touren am polnischen Ufer der Neiße. Zusammengebracht hat beide die Leidenschaft für griechische Kultur. Dass man davon ausgerechnet in Zgorzelec jede Menge erleben kann, hat seinen Ursprung in einer außergewöhnlichen Geschichte. Es gab hier schon vor Jahren einen griechischen Priester. Aber man wollte keine Kirche bauen, weil es offiziell keine Griechen gibt. Dabei haben hier mal Tausende gelebt. Ich habe als Stadtrat von Zgorzelec immer wieder den Bürgermeister bekniet, gebt uns Griechen doch für ein paar Swati einfach ein Stück Land. Das haben sie dann irgendwann gemacht. Und so fing es mit dem Bau der Kirche an. Ich würde vorschlagen, wir zünden jetzt ein paar Kerzen an. Für die Verstorbenen. Zappel. 1949, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kamen sie in Zgorzelec an. Tausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Griechenland. Vor allem vertriebene Kommunisten mitsamt ihrer Familien. Sie alle landeten in einer Geisterstadt, aus der tausende Deutsche verschwunden waren, viele Polen sich aber scheuten, hinzuziehen. Die Stadt war leer, alle Häuser waren leer. Und es gab eben ein paar Polen, die sagten, wunderbar, das ist ja die ideale Basis. Aber es war eine geheime Operation, sagen die Polen. Es war verboten, im Land laut auszusprechen, dass es in Zgorzelec diese Tausenden von Griechen gibt. Warum?
Die Nachricht, dass man in der neuen Grenzstadt sich erstmal um die griechischen Flüchtlinge kümmert, wäre bei der polnischen Bevölkerung einfach nicht gut angekommen. Damals, als überall noch Not grassierte und das Land in Trümmern lag. Siehst du, und das alles habe ich nicht gewusst. Das hast du nicht gewusst? Nein, nein. Das mit den Griechen habe ich wirklich erst nach 1990 erfahren. Als du uns kennengelernt hast. Genau. Komm, ich zeige dir ein paar Bilder und Platten. Heute leben in Skorzelec noch die Nachkommen von rund 50 griechischen Familien. Nikos Rusketos ist geblieben, weil er in Polen mit seiner Musik immensen Erfolg hatte. Inzwischen ist er hier fest verwurzelt, auch wenn seine Lieder immer wieder, immer noch von der Sehnsucht nach der griechischen Heimat künden. Lieder, die einst auch das Herz eines Görlitzer Jungen erobert haben. Να έρθω πάλι στην Ελλάδα. Menschliche Begegnung, Freundschaften und Familie. Das ist der Nährboden des Miteinanders auf beiden Seiten der Neiße-Stadt. Daran glauben auch Magdalena und ihre Freundin Liliana. Zobaczcie. Latający dywan. Also ich glaube immer mehr und immer noch daran, dass es immer stärker auch wird, dieses Gedanke, dass man das hier auch richtig realisieren will, weil beide Städte einfach voneinander nur profitieren eigentlich. Und das sehen wir, für uns ist das einfach ganz normal, natürlich, wir lieben Deutsch-Polnisch. Man spricht ganz oft davon, dass man so negativ eingestellt ist gegenseitig, die Deutschen gegenüber Polen, Polen gegenüber Deutschen. Und hier lebt man zusammen und man sieht ganz viele schöne Bilder, die mich wirklich sehr freuen. Für sie ist es der optimale Ort zum Leben, auch wenn man an manchen Sachen noch arbeiten kann. Was ich immer auch so höre, auch von Menschen, die wollen das natürlich auch so aus Höflichkeit sagen. Aber das zeigt auch, dass natürlich, man sieht ein bisschen Polen immer so einen Tick runter als Deutschland. Wenn man immer so sagt, ah, da habt ihr ja das auch so schön da. Als würde jemand mich überzeugen müssen oder als würde ich quasi anders denken. Und sie machen das, wie gesagt, aus Höflichkeit, um auch zu zeigen, da in Polen ist auch nicht alles so schlimm. Aber das höre ich immer. Ihre Kinder wachsen mit dem Beispiel der Eltern auf, wie zwei Nationalitäten zusammenleben können. Und das geben sie weiter. Ja, und im Kindergarten hilfst du auch, oder? Den Kindern? Den Kindern, welche können nur Polnisch oder Deutsch. Ja, die Ada kann übersetzen dann, richtig? Mhm. Diese Kinder wachsen in einer Europastadt auf und werden vermutlich einmal beide Länder als ihre Heimat ansehen. Und wir können natürlich auch den anderen Beispiel geben, oder durch die Projekte, wo wir arbeiten, diese Austauschprojekte, wo die Jugendlichen sich treffen oder Kinder, einfach dieses Gefühl vermitteln, dass wir sind alle Menschen, zwar unterschiedlich, aber nicht besser oder schlechter, sondern wir können immer voneinander was lernen und es, also die Hoffnung ist da. In der Europastadt an der Neiße wird das gelebt, was Europa ausmachen soll. Die zweisprachigen Familien, die Freundschaften und Begegnungen werden mehr. Es hat sich rumgesprochen. Das Miteinander existiert hier nicht nur auf dem Papier. Man kann es hören, sehen, hautnah erleben. Okay, super.